Mr. Griffin, Norman Osborn, die Fantastic Four, Fisk, hat uns ein kleines, aber feines Detail in Echo womöglich eine der größten Fragen im MCU seit dem Tod von Tony Stark beantwortet. Wer den Avengers Tower gekauft hat? Nun, möglicherweise. In diesem Theorievideo gehen wir auch darauf ein, also bleibt dran! Hi, ich bin Nadia und dieser Kanal hier ist Nerdzika und willkommen im Goldfischglas. Und hier darf sich jeder trauen, nach Trivia, Easter Eggs, Theorien, aber auch Kritik zu tauchen und Sachen zu hinterfragen. Der Avengers Tower, herrenlos seit dem Ereignis von Endgame, in dem Tony starb. Aber was ist damit geschehen? Der Tower wurde scheinbar verkauft und wir klären in diesem Video auf, wer ihn gekauft hat und was diese Person mit diesem Tower anstellen könnte. Bevor wir uns in die tiefen Easter Eggs und Hinweise stürzen, einmal ein Dank an den finanziellen Support des Contents durch einige Kofi-Mitglieder der Stufen Avenger oder Nerd Supreme. Und dieser Dank geht an Darth Savitar, Metalli666, Matt, Brötchen, Mr. Shark, Mieke2305 und Rappi. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind und denken, was geht jetzt ab, seht euch gerne selbst die Kofi- und die YouTube-Kanalmitgliedschaften an. Beides unten im Video verlinkt. Jetzt aber, assemble! Brad Winterbaum, der Leiter für Streaming, Fernsehen und Animation bei Marvel Studios, sagte in einem Interview mit Phase Zero, das am 3.1.2024 veröffentlicht wurde, dass diese Frage bald aufgedeckt werden würde und das scheinbar auch sehr bald. Vielleicht sogar viel früher als erwartet, wie es scheint, denn es gibt Hinweise darauf in Echo, dass Wilson Fisk den Avengers Tower gekauft haben könnte. Wir kennen ihn ja. Den ursprünglichen Stark Tower, der während der Schlacht von New York ordentlich Schaden genommen hat. Kurz darauf sahen wir dann den Avengers Tower. Der Stark Tower soll ursprünglich rund 600 Millionen US-Dollar gekostet haben. Wer könnte sich also leisten, eine solche Summe zu bezahlen? Screen Rant hat in der Vergangenheit eine Liste der 12 reichsten Charaktere in Marvel Comics veröffentlicht, basierend auf anekdotischen Beweisen aus den Comics, vergleichend mit der realen Welt und klar dargelegten Fakten. Tony Starks Besitz wird dort auf rund 80 Milliarden geschätzt, das von Wilson Fisk auf rund 40 Milliarden. Also rein rechnerisch könnte sich Fisk, der bereits vor Einführung von Iron Man im Jahr 2008 die Unterwelt New Yorks regierte, wie wir im Flashback in Echo bewiesen bekommen haben, sich das Ding leisten. Allerdings nicht nur das. Die Technologie in seiner neuen Augenverbindung als auch die Technologie in der Kontaktlinse geben Hinweise darauf, dass Fisk Zugriff auf Stark-Technologie haben könnte. Aber wie komme ich darauf? Nun, in Episode 3 von Echo sehen wir, dass Fisks Augenverbindung zum Teil elektronisch ist. Wir können also davon ausgehen, dass diese verdeckende Augenbinde dafür sorgt, dass er nach und nach sein Augenlicht zurückbekommt. Oder nach dem Tragen dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Augenklappe, wie Fury sie auch hat, für eine beschränkte Zeit wieder sehen kann. Sonst würde er sie ja nicht wieder anziehen. Richtig? Wenn wir jetzt diese Kontaktlinse, die man Maya ins Auge setzt, betrachten, so sehen wir auch weitere Projekte, für die Fisk wohl viel Geld in die Hand genommen hat. Nur wo sollte er eine solche Technologie herhaben? Am ehesten kommt der Vergleich zu Edith, die von Peter Parker getragen wurde und wenn ihr hier genau hinhört... Despite. Are you sure he's gonna be okay? Dann könnt ihr hören, dass sich das Geräusch so ähnlich anhört wie das Gerät, welches Clint innerhalb von Age of Ultron wieder zurück zusammenflicken konnte, welches übrigens von Helen Cho bedient wurde. Das ist auch eine der offenen MCU-Fragen, wo die Mutter von Amadeus Cho in der Zwischenzeit hin ist, denn sie lebt offiziell noch. Dieselben Strahlen waren übrigens sogar in der Lage, einen Körper wie den von Vision herzustellen. Wir können also davon ausgehen, dass diese Technologie in der Lage ist, Zellen, künstliche Zellen, denn Vision ist ja auch nicht hundertprozentig organisch, herzustellen. Also sollte das Gerät in der Lage sein, Wilsons Auge über einen gewissen Zeitraum wieder vollständig zu rekonstruieren und nebenbei die hässliche Entzündung um das Auge herum wieder zu fixen. Es wäre eine andere Lösung für sein Augenproblem als die in den Comics, wo er seine Augen hatte in Schweden operieren lassen. Allerdings passt diese Lösung sehr gut in das MCU, wo diese Art von Technologie deutlich präsenter ist. I commissioned a few accessories. I thought it was important that we could communicate with no go-between. Da habt ihr die Antwort. Diese Technologie schreit förmlich Sack Industries, welche im Avengers Tower zurückgeblieben und mit dem Turm zusammenverkauft worden sein könnte. Aber warum sollte Pepper erstens den Tower an Fisk verkaufen und zweitens, warum sollte sie dort solche Technologie zurücklassen? Es ist davon auszugehen, dass sie nicht wusste, dass es sich dabei um den zukünftigen Bürgermeister von New York handelt.
Er weiß es ja selbst nicht bis zur Mid-Credit-Szene von Echo. Aber wir können uns auch denken, dass er es ihm oft zwischen Daredevil, Hawkeye und hier auch so gemacht hat, dass er als Geschäftsmann gesehen wird, wie auch in den Comics, der ab und an Spenden macht. Ein Mann, der sich in seinem philanthropischen Verhalten ähnlich wie Tony gibt, was ihn natürlich positiv auf Wilson stimmen lassen würde, also Pepper. Insofern sie dies nicht an einen Makler übergeben hat. Aber dafür hat ihr schlussendlich auch das Team dann doch eine Menge bedeutet, wo sie zu Rescue wurde. Schwierig zu sagen. Warum also die Technologie zurücklassen? Möglicherweise hat sie nur vermeintlich gefährliche Technik entfernt. Technologie, die in der Lage ist zu heilen, wie es diese ist, nicht unbedingt. Genauso wenig wie ein Overlay, welches in der Lage ist zu übersetzen. Wie wir am oberen linken Rand von Echos Sicht sehen können, ist es nämlich auch scheinbar nicht nur dafür geeignet, ASL zu übersetzen. Es scheint so, als wäre es ein grundsätzliches Übersetzungstool, das ähnlich funktioniert wie Edith. But emotion can turn the most circumspect of men careless. Was könnte Fisk denn noch in der Zukunft mit diesem Turm tun? Was wäre ein Schurke mit viel Geld, wie es Fisk oder auch Osborn sind, die auch eine größere Verbindung in den Comics teilen, als nur Spider-Man-Schurken zu sein, ohne ihr gigantisches, phallusartiges Gebäude? Es gibt nicht nur den Oscorp-Wolkenkratzer, es gibt auch den Fisk-Tower. Übrigens, einer der nervigsten Locations in Marvel Snap. Und ja, ich spiele Marvel Snap, ich bin Collector Level 3500. Der Fisk-Tower dient als das Aushängeschild für Wilson Fisk und seine Firma Fisk Industries. Die Silhouette des Gebäudes ist zwar eigentlich eine andere, aber was, wenn er den Avengers-Tower umbaut? Das könnte durchaus Sinn ergeben, wo Fisk seine Position in New York stärken möchte und sich für die Wahl des Bürgermeisters aufstellen lassen wird. Etwas, was ich vermute, das am Ende von Captain America Brave New World umgesetzt wird, wenn Sam als Cap nicht nur mit ansehen muss, wie Red Hulk die Position des Präsidenten übernimmt, sondern auch Fisk die Wahl für den Bürgermeister gewinnt, wenn er den Bürgern ähnlich wie in den Comics verspricht, Ordnung in die Sorgen zu bringen. Sorgen, welche unter anderem auch durch die Unterwanderung der Skrulls in Secret Invasion hochgekocht sein könnten. Was wäre da auch passender als das Symbol der Avengers, das man teilweise als Symbol der Hoffnung hätte sehen können, solange diese noch existieren, ersetzt wird. Ersetzt durch einen düsteren Turm. Schließlich existieren die Avengers als solches gerade auch nicht und müssen erst neu formiert werden. Der Grund auch, warum der Turm überhaupt erst gekauft und übernommen werden konnte. Es wäre also ein ziemlich hartes Zeichen, um den Menschen in New York diesen symbolischen Turm abzunehmen und ihn durch etwas Düsteres zu ersetzen, oder? Allerdings wäre damit auch ein perfekter Einstieg in die Thunderbolts als auch in Daredevil Born Again gesetzt. Für eben diesen düsteren politischen Arc, der damit umgesetzt werden soll und uns neben dem Multiversum-Chaos noch einen Plot auf der Erde liefert, der den Vibe der Defenders-Saga hat. Nun, wo diese auch Teil des MCU ist. Kingpin in dieser Position würde sich definitiv nach einem passenden Höhepunkt dieses Bereiches anfühlen. Was haltet ihr von dieser Theorie? Ist es möglich, dass Fisk den Tower gekauft hat? Was könnte er noch damit vorhaben, neben den Optionen, die diese Technik ihm geben kann? Neben der symbolischen Einschüchterung der Bürger von New York natürlich. Schreibt mir eure Gedanken doch gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch fürs Hiersein. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert für auch noch ein Echo-Recap und noch so einige Lore-Videos zu Marvel und aber auch Doctor Who, was ja auch im Mai anläuft. Schaut auch gerne in der Infobox vorbei, dort findet ihr Links zu meinen anderen Kanälen, wo ich noch mehr Content bringe und wo ihr euch mit Gleichgesinnten zusammentun könnt, wie zum Beispiel dem Discord. Dann gibt es da Instagram, Twitch, wo ich live streame, TikTok und Threads, beziehungsweise Twitter-X. Danke, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.